Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Der völkerrechtliche Begriff der inneren Angelegenheiten eines Staates, in denen sich andere nicht einzumischen haben, wird ja seit jeher vor allem von diktatorischen Staaten gern bemüht, sobald es von außen Kritik an Menschenrechtsverletzungen oder Ähnlichem gibt. Insbesondere in den Zeiten des Kalten Krieges war der Vorwurf der Einmischung in innere Angelegenheiten aus Moskau regelmäßig zu hören. Was die Sowjetunion aber nicht davon abhielt, sich ihrerseits in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Heute ist es wieder einmal China, das gegen Einmischung protestiert und sogar mit Gegenmaßnahmen droht. Auslöser sind zwei Gesetze des amerikanischen Kongresses, mit denen die USA sich hinter die Demokratiebewegung in Hongkong stellen. Britta Jäger berichtet. Die große Thanksgiving-Parade in New York ist das, worauf Amerika heute schaut. Kitschig bunt soll sie an diesem Feiertag all die innen- und außenpolitischen Ärgernisse ausblenden, mit denen Washington tagtäglich die Nachrichten füllt. Ruhe für die Amerikaner, wenigstens zum Erntedankfest. Doch die Spitze, die ihr Mann im Weißen Haus am Abend zuvor gegen China losgelassen hat, lässt den Gegner auf der anderen Seite des Globus kochen. Zwei Gesetze des US-Kongresses unterzeichnete Trump, mit denen die USA die Demokratiebewegung in Hongkong unterstützt. Heute habe ich das Gesetz 1838, das Hongkong Menschenrechts- und Demokratiegesetz von 2019, unterzeichnet. Die Reaktion aus China kommt postwendend. Das Staatsfernsehen verkündet die Einbestellung des US-Botschafters in Peking. Eine Einmischung in innere Angelegenheiten sei das, empört sich der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, spricht von einem Komplott und hat Drohungen im Gepäck. Die USA ignorieren die Tatsachen, vertauschen Schwarz und Weiß, unterstützen unverhohlen gewalttätige Kriminelle, die unschuldige Menschen geschlagen und in Brand gesetzt haben, die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten und die soziale Ordnung gefährdet haben. Wir raten den USA, nicht stur zu bleiben. Andernfalls wird China Gegenmaßnahmen ergreifen und alle sich daraus ergebenden Konsequenzen müssen von den USA getragen werden. Bisher war die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong von Trumps Strafzöllen im Handelskrieg mit China verschont geblieben. Mit den neuen Gesetzen drohen nun auch hier Wirtschaftssanktionen. Außerdem ist ab sofort die Lieferung von Ausrüstung untersagt, die die Polizei gegen Demonstranten einsetzen kann. Kritik an Chinas Kampf gegen die Demokratiebewegung, damit hielt sich Trump immer zurück. Wohl auch, um eine Einigung im Handelsstreit nicht zu gefährden. Er unterschrieb trotzdem nicht ganz freiwillig. Es gab in beiden Kongresskammern eine so überwältigende, überparteiliche Mehrheit für die Gesetze, dass er keine Wahl hatte. Ein Veto von ihm wäre wieder kassiert worden. Der US-Kongress spricht sich fast einstimmig für Menschenrechte aus und die Protestler fühlen sich bestärkt. In Hongkong heute Feierei statt Straßenschlachten. Jetzt, wo Amerika vorgelegt hat, hoffen wir, dass die anderen G8-Staaten folgen werden und dann die ganze Welt. Das ist eine Warnung für die Regierung. Wenn sie die Menschen hier nicht respektiert, Demokratie und Frieden nicht respektiert, dann gibt es eine Strafe. Trump flog heute nach Afghanistan, Überraschungsbesuch bei der Truppe. Hier kein Wort zu Hongkong oder China. Heute soll mal Ruhe sein. Es ist schließlich Thanksgiving. Tja, der seit mehr als einem Jahr anhaltende Handelskrieg zwischen China und den USA und jetzt noch die Androhung von Wirtschaftssanktionen gegen den Finanzplatz Hongkong. Valerie Haller in Frankfurt, wie reagieren die Finanzmärkte auf diese neue Entwicklung? Noch recht gelassen. Das hat übrigens auch damit zu tun, dass US-Präsident Trump den Zeitpunkt seiner Unterschrift ziemlich geschickt gewählt hat, nämlich nach Börsenschluss und vor dem Thanksgiving-Feiertag, an dem nicht gehandelt wird. Genug Zeit also für die Märkte, die Nachricht erstmal zu verdauen. Trump kennt natürlich die Sorge der Anleger. Der Handelsstreit ist schließlich einer der Belastungsfaktoren für die Märkte. Und sollten die Gespräche zu einem Handelsabkommen scheitern, würde das schon ein Beben an den Börsen auslösen. China hat den Deal aber noch nicht in Frage gestellt. Das erklärt, warum der DAX heute nur mäßig verschnupft reagiert hat. Auch ist noch völlig unklar, ob und wie die Gesetze in Hongkong überhaupt angewandt werden. Hongkong wird ja erst mal einer jährlichen Prüfung unterzogen und ob die Stadt noch autonom genug ist. Aber da ist der Ausgang ja noch ziemlich ungewiss.
Eben, und wenn die USA tatsächlich ernst machen würden und Hongkong seinen Sonderstatus in den Wirtschaftsbeziehungen nach Amerika aberkennen, was wären denn da die Folgen? Also das wäre schon ein herber Schlag für die ohnehin schon schwächelnde Wirtschaft Chinas. Der Handel zwischen den USA und Hongkong, der ist nämlich immens, 38 Milliarden Dollar schwer. Verliert die Stadt ihren Sonderstatus, dann werden Firmen ihr Engagement in Hongkong und auch ihre Investitionen schon in Frage stellen. Und nicht nur die amerikanischen, internationale Unternehmen haben dort ja ihren Sitz, eben weil sie die relative Unabhängigkeit vom chinesischen Festland und die damit verbundene Rechtssicherheit schätzen. Und wenn das gefährdet wäre, könnten sie ihre Geschäftsstellen dort abziehen. Auch viel hängt davon für die USA ab. Hongkong ist für amerikanische Firmen zentraler Zugang zum chinesischen Markt. Und das wird die US-Regierung nicht einfach aufs Spiel setzen wollen. Was also den Handelsstreit betrifft, ist eine Einigung durch das US-Gesetz sicher nicht einfacher geworden, aber immer noch möglich. Beide Seiten haben ein Interesse daran, den Streit beizulegen. Beide suchen, beide brauchen eine Lösung. Dankeschön, Valerie, für die Einschätzung. Donald Trump hat sich nicht nur in einen mühsamen Handelskonflikt mit China begeben, unter dem selbstverständlich nicht nur die chinesische Wirtschaft leidet. Darüber hinaus ist sein wiederkehrendes Wahlkampfthema ja America First. Arbeitsplätze sollen zurück in die USA. Andere Länder dürften den Amerikanern nicht länger etwas wegnehmen. Auch damit begründet er ja neue Importzölle auf ausländische, insbesondere chinesische Produkte. Dazu passt allerdings nicht so richtig gut, dass ausgerechnet Wahlkampfartikel für Donald Trump preiswert in China produziert werden. Im Südosten der Volksrepublik, in der Provinzstadt Shaoxing, arbeiten viele fleißige Hände für Trumps neues Wahlversprechen Keep America Great. Ulf Röller berichtet. Ein Hauch von Disneyland begrüßt den Besucher der Stadt Shaoxing. Hier haben sie keine Probleme, Kulturen zu mischen. Auf dem Dach der heimischen Textilfabrik weht stolz die chinesische Fahne. Aber seit sie in Kambodscha noch billiger produzieren können, haben die Chinesen ihre Produktpalette erweitert. Sie versorgen den Trump-Wahlkampf mit Winkelementen. Keep America Great. Diese Fahne ist der große Verkaufsschlager. Natürlich in den USA. Seit Anfang des Jahres ist die Nachfrage nach Trump-Fahnen enorm gestiegen. Wir kommen jetzt wohl in die heiße Phase des US-Wahlkampfes. Wir haben Vorbestellungen bis ins nächste Jahr. Amerikas Patriotismus lässt Chinas Fahnenindustrie reich werden. Herr Jin ist natürlich Kommunist, aber eben auch ein guter Geschäftsmann. Keep America Great, Made in China. Ein Widerspruch. Das ist eine peinliche Frage. Aus patriotischer Sicht mag ich Trump nicht. Er hat den Handelskrieg angefangen, aber er ist gut für das Geschäft. Meine Privatmeinung spielt da keine Rolle. In 8-Stunden-Schichten produzieren sie und verdienen gut dabei, rund 600 Euro im Monat. Chinas Arbeiter lieben deshalb Trump. Er und sein Wahlkampf machen sie great again. In unserem Herzen ist er ein großartiger Mensch, einfach super. Die kleine Fabrik mit 200 Arbeitern ist in die Fänge der großen Politik geraten. Der Handelskrieg trifft auch sie, weil die Zölle auf Textilien und Fahnen gestiegen sind. Aber die Chinesen sind clever, cleverer als Trumps Schutzzölle. Wenn wir unsere Fahnen mit einem Container in großer Stückzahl verschicken, müssen die Kunden den erhöhten Strafzoll bezahlen. Deshalb verschicken wir kleinere Einheiten, Pakete. Die Pakete per Post sind vom Zoll befreit. Für weniger als einen Dollar produzieren sie die Trump-Fahne. Hier in Texas verlangen Händler wie der Amerikaner Blake 20 Dollar pro Flagge. Er macht gute Geschäfte mit der Wut. Dass die Chinesen dabei helfen, stört ihn nicht. Es ist doch witzig, China produziert die ganzen Trump-Fahnen, obwohl sie mit uns in einem Handelskrieg sind. Am Ende glauben sie wohl an unsere Bewegung, genau wie wir. No more Bullshit, kein Schwachsinn mehr, steht auf einer. Es klingt wie ein Kommentar. 20.000 Trump-Fahnen produzieren sie im Monat. Wissen Sie, was da auf der Fahne steht? Nein, es gibt doch so viele Fahnen. Da kann ich mir das nicht merken. Trumps Wutbewegung macht ihre Jobs sicher. Das freut sie. No more Bullshit, kein Schwachsinn mehr. Mit freundlichen Grüßen aus Shaoxing.
Kommen wir zu einem Thema Made in Germany. Die Pkw-Maut sollte bekanntlich auch ein ganz großer Deal werden und endete in einem Debakel. Bundesverkehrsminister Scheuer steht unter Druck und seit heute noch ein bisschen mehr, denn die Oppositionsparteien im Bundestag haben sich geschlossen für einen Untersuchungsausschuss ausgesprochen. Am 12. Dezember soll er seine Arbeit aufnehmen mit zahlreichen Vorladungen von Zeugen etc. Das wird vor allem dafür sorgen, dass dieses für die Regierung, aber vor allem für die federführende CSU hochnotpeinliche Thema nicht in Vergessenheit gerät. Christiane Hübscher berichtet. Andreas Scheuer weiß, dass es ab jetzt richtig eng werden könnte. Dass er nun Akten herausgeben muss, die bisher noch unter Verschluss sind. Dass vielleicht Gesprächsprotokolle auftauchen, die es angeblich gar nicht gibt. Dass er persönlich vor den Ausschuss geladen wird. Er hat dieses Szenario bisher immer mit großer Lässigkeit zu überspielen versucht. Horst Seehofer hat diese Woche zu mir gesagt, er hat 6 Untersuchungsausschüsse in seinem Leben gehabt. Bleib konzentriert. Aber Untersuchungsausschuss gehört zum Parlament. Nicht mehr und nicht weniger. Heute aber ist der Minister demonstrativ nicht da, als der Bundestag mit den Stimmen von FDP, Linken, Grünen und AfD den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut offiziell einsetzt. Die Koalitionspartner enthalten sich. Damit ist der Ausschuss angenommen. Der U-Ausschuss soll nun nachweisen, was der Bundesrechnungshof dem Minister bereits 2-mal schriftlich gab. Er habe mit der Maut das Vergaberecht verletzt, gegen Haushaltsrecht verstoßen und die großzügige Schadensersatzregelung, die Scheuer vorab mit den Mautbetreibern schloss, sie war nicht angemessen. Herr Scheuer wollte die Maut durchsetzen, koste es, was es wolle. Gegen den Widerstand seiner Beamten hat er vor der Verkündung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs Fakten geschaffen und dadurch einen riesigen Schaden für den deutschen Steuerzahler verursacht von bis zu 500 Millionen Euro. Wir wollen konkret wissen, was ist in den Geheimgesprächen von Andreas Scheuer mit den Konzernchefs von Kapsch und Eventim wirklich gelaufen. Dazu gibt es keine Akten. Doch wie gefährlich kann das, was jetzt kommt, für Scheuer wirklich werden? Ein Blick ins Archiv ernüchtert. Wer spricht noch vom U-Ausschuss zur Berateraffäre von der Leyen? Die beschuldigte Ministerin längst wegbefördert. Der Ausschuss arbeitet weiter, aber gerät zur Farce. Und für Rücktritte muss man tatsächlich lange zurückschauen. 1984 tritt Rainer Barzel in der Flick-Affäre zurück. Björn Engholm 1993 nach einer Falschaussage in der Barschel-Affäre. Tatsächlich ist es so, dass, wenn man die Geschichte der Untersuchungsausschüsse anschaut, selten die Untersuchungsausschüsse die Instrumente waren, die wirklich zu großen Knalleffekten, zu großen politischen Skandalen oder Rücktritten geführt hätten. Ob Herr Scheuer am Ende der Legislatur noch im Amt ist, hängt meiner Einschätzung nach fast alleine von der CSU ab. Denn solange CSU-Chef Markus Söder die Hand über Andreas Scheuer hält, kann ihm fast nichts passieren. Die Kanzlerin wird keinen Minister entlassen, der nicht ihrer Partei angehört. Mit diesem Wissen geht der U-Ausschuss in 2 Wochen an die Arbeit. Den Vorsitz bekommt ein SPD-Abgeordneter. Ich werde auch darauf achten, dass hier mit fairen Mitteln, anständigen Mitteln in diesem Ausschuss gearbeitet wird. Wir sind weder Ankläger, noch sind wir Verteidiger, sondern wir sind in diesem Ausschuss Aufklärer. Doch die Aufklärung wird dauern. Mit einem Ergebnis ist nicht vor Anfang 2021 zu rechnen. Mehr Hintergründe zum Mautdebakel finden Sie auf heute.de. Unter anderem erklärt die Politologin Schönberger dort noch ausführlicher, was von dem Untersuchungsausschuss zu erwarten ist. Und jetzt macht erstmal Heinz Wolf weiter mit anderen Nachrichtenteil des Tages, zunächst aus Straßburg. Dort hat das Europaparlament gefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Und es hat in einer Resolution den Klimanotstand ausgerufen. Das hat zunächst keine unmittelbaren Folgen, soll aber ein Zeichen setzen. Auch mit Blick auf die Weltklimakonferenz nächste Woche in Madrid. Fast 2 Drittel der Abgeordneten stimmten bei der Sitzung in Straßburg für die Resolution. Darin werden die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten unter anderem aufgefordert, den CO2-Ausstoß deutlich zu senken. Und auf das Ziel hinzuarbeiten, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Im Bundestag ging es heute weiter mit den Haushaltsberatungen, unter anderem zum Etat von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der ging in seiner Rede auf die Situation in der Pflege ein. Spahn bezifferte die Zahl der offenen Stellen mit bis zu 80.000 und verteidigte die Bemühungen um ausländische Fachkräfte. Der Bedarf könne nicht allein mit Arbeitskräften aus Deutschland gedeckt werden.
Ebenfalls in der Haushaltsdebatte kündigte Bundesjustizministerin Lambrecht eine Änderung im Strafrecht an, die ein deutliches Signal gegen Antisemitismus setzen soll. Sie werde vorschlagen, dass antisemitische Motive ausdrücklich als strafverschärfend benannt werden, sagte die Ministerin. Auch bislang schon kann Antisemitismus strafverschärfend berücksichtigt werden, ist aber im Gesetz noch nicht ausdrücklich genannt. Frankreichs Präsident Macron hat seine Aussage, die NATO sei hirntot, verteidigt und seine Kritik an dem Militärbündnis erneuert. Bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Paris sagte Macron, die Sicherheitspolitik der NATO müsse neu ausgerichtet werden. Der Kampf gegen Terrorismus müsse mehr in den Mittelpunkt gestellt und der Dialog mit Russland verstärkt werden. Außerdem forderte er eine bessere Koordinierung und nannte als Negativbeispiel die Syrien-Offensive des NATO-Partners Türkei. Im Irak sind bei Protesten gegen die Regierung weitere mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Schusswaffen ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Zuvor hatten in der südirakischen Stadt Najaf Demonstranten das iranische Konsulat in Brand gesetzt. Sie werfen Iran vor, die Regierung in Bagdad zu stützen, die sie für Korruption und Misswirtschaft verantwortlich machen. Seit fast 2 Monaten halten die Proteste an und mehr als 300 Menschen sind bisher schon getötet worden. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob es klug war, die Wehrpflicht abzuschaffen bzw. auszusetzen. Es gab gute Argumente dafür und dagegen. Allerdings ist das jetzt auch vergossene Milch. Die Wehrpflicht ist weg und damit auch der Zivildienst. Letzteres macht sich schmerzlich bemerkbar. Die Zivis fehlen an allen Ecken und Enden. Zwar machen auch heute viele junge Leute nach der Schule ja erstmal ein Jahr Pause, bevor sie sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen oder mit dem Studium beginnen. Work and Travel ist beliebt. Und auch wer ein freiwilliges soziales Jahr einlegt, verbringt das vielfach lieber in fernen Ländern und nicht in deutschen Altenheimen. Die CDU, vor allem Chefin Kramp-Karrenbauer, denkt über eine neue Dienstpflicht nach. Ein Pflichtjahr für junge Männer und Frauen. Dagegen gibt es allerdings erhebliche Bedenken, selbst aus Sozialverbänden. Florian Neuhan berichtet. Sie macht das hier freiwillig, in einem Pflegeheim in Schwerin, gegen ein eher kleines Taschengeld. Ein ganzes Jahr lang, bis ihre Ausbildung beginnt. Und Jenny Schiller, 16 Jahre alt, ist, das kann man sagen, begeistert. Alle Bewohner sind dankbar. Das Team hier ist auch klasse. Also ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Sie hat sich dieses Thema auch freiwillig ausgesucht und will einen solchen Dienst, ob in der Pflege, beim Bund oder bei der Feuerwehr, zur Pflicht machen. Eine Dienstpflicht. Das war einer der ersten Akzente von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Generalsekretärin 2018. Als Parteivorsitzende greift sie die Forderung heute wieder auf. Werkstattgespräch in der Parteizentrale. Es geht darum, mal wieder ein Thema zu setzen und tatsächlich um eine ganz große Frage. Gibt es überhaupt noch einen Kitt, der uns in unserer Gesellschaft gemeinsam zusammenhält? Ein Dienstjahr als Kitt, auch um Menschen aller Schichten zusammenzubringen. Nur müsste man dafür gar ans Grundgesetz. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, heißt es dort bisher. Doch weder Koalitionspartner noch Opposition würden aktuell bei einer Grundgesetzänderung mitmachen. Exemplarisch die Haltung des FDP-Chefs. Man kann nicht einfach ein Lebensjahr enteignen für erzieherische Zwecke oder für Hilfstätigkeiten. Wir brauchen in der Pflege Fachkräfte, das muss angemessen finanziert werden. Und an allen Ecken und Enden fehlen uns auch sonst Fachkräfte. Tatsächlich hat Kramp-Karrenbauer es mit der Idee schon in den eigenen Reihen schwer. Wie groß die Vorbehalte auch in der CDU sind, wird im Laufe des Gesprächs heute spürbar. Eine Stimme von vielen. Ich halte es für richtig, dass wir an den Gemeinschaftssinn der Menschen, gerade auch der jungen Menschen, appellieren und diesen auch fördern wollen. Ich habe nur ein Problem damit, dass wir die jungen Menschen dazu verpflichten wollen. Aber würden sich nicht wenigstens die Sozialverbände freuen, die bei einer Pflicht plötzlich zigtausende junger Menschen beschäftigen könnten? Nein, sagt einer, der es wissen muss. Frank-Jürgen Weise, Ex-Chef der Arbeitsagentur, 2010 Vorsitzender einer Kommission, die damals die Aussetzung der Wehrpflicht empfahl. Heute ist Weise Präsident der Johanniter Unfallhilfe und sagt, man sollte lieber auf die setzen, die sich freiwillig melden.
Unsere Gesellschaft sollte ringen um die gute Haltung und Einstellung der Menschen. Und Pflicht ist sozusagen die letzte Option. Widerstand gegen ihre Dienstpflicht, also quer durch die Lager. Annegret Kramp-Karrenbauer aber will die Idee nicht aufgeben. Es ist klar, das ist ein langer Weg. Und auf diesem Weg kann man auch als Zwischenschritte viele Verbesserungen im Freiwilligenangebot machen. Ein langer Weg, das war es auch in Frankreich. Noch im Wahlkampf hatte Emmanuel Macron ein Dienstpflichtjahr für alle jungen Franzosen angekündigt. Im Amt und angesichts der realen Möglichkeiten schrumpften die Pläne immer weiter. Nun hat die Testphase immerhin begonnen. Der neue Dienst an der französischen Nation dauert gerade mal 4 Wochen. Für eines eignen sich Wehrpflicht und Zivildienst oder soziales Jahr, aber in der Tat gut, das Leben der anderen kennenzulernen. Mit Menschen, Orten und Lebenswirklichkeiten in intensiven Kontakt zu kommen, mit denen man sonst vielleicht wenig zu tun gehabt hätte. Dieser Gedanke steht auch hinter dem ZDF-Bürgerprojekt ZDF-In. Mehrere Wochen am Stück leben Redakteure und Kamerateams in einer Stadt, berichten quer durch alle ZDF-Sendungen und setzen auf Themenvorschläge von den Bürgern. Ausgewählt wurden Orte, die in unserer Berichterstattung nicht eh ständig schon großen Raum einnehmen, wie etwa die Hauptstadt Berlin oder das Finanzzentrum Frankfurt. Und es wurden Städte gewählt, die im Wandel sind. Zum Beispiel Altenburg in Thüringen, Eiswasser in der Lausitz, Bottrop im Ruhrpott oder aktuell Kaiserslautern in der Pfalz. Bobby Cherian ist fürs ZDF in Kaiserslautern. Ein Blick auf 100 Jahre Industriegeschichte. Früher wurden auf dem Pfaff-Gelände in Kaiserslautern Nähmaschinen hergestellt. Heute wird in Asien produziert. Zurückgeblieben sind 20 Hektar Fläche. Gifte im Boden, Asbest in den Wänden. Wir müssen also hier erhebliche Mengen Altlasten im Boden und im Grundwasser beseitigen. Wir müssen 80 Gebäude zurückbauen, die über 100 Jahre ganz andere Baumaterialien haben, als wir sie heute noch zulässig verbauen dürfen. Die Stadt kaufte das Gelände 2014 für 1 Euro. Wohnungen, ein Forschungs- und Technologiezentrum, all das soll hier entstehen. Ohne Geld vom Land Rheinland-Pfalz undenkbar. Sie wiegt schwer, die industrielle Vergangenheit. Daneben wird bereits an der Zukunft gearbeitet. Die Technische Universität hat in den vergangenen Jahren Grundlagenarbeit für den neuen Mobilfunkstandard 5G geleistet. Autonomes Fahren, Anwendungen in der Industrie. Der Bund fördert die Forschung mit 12 Millionen Euro. In Sachen 5G habe die Stadt schon heute eine Vorreiterrolle. Wir merken schon, dass es Interesse gibt von der Industrie, zu sagen, naja, gut, also bei der Kompetenzhäufung, die es inzwischen um die TU Kaiserslautern, um die Forschungsinstitute rum gibt, dann ist das offensichtlich ein Standort, wo man vielleicht auch sein sollte. Von der Industriestadt hin zum IT-Standort. Ein Transformationsprozess, der bereits in weiten Teilen vollzogen sei, erzählt man uns. Doch nicht alle Menschen in der Stadt profitieren bisher davon. Der Asternweg und Geranienweg, ein sozialer Brennpunkt. 168 Schlichtunterkünfte im Besitz der Stadt. Wer hier lebt, musste sein Zuhause wegen Zwangsräumung verlassen. Häuser aus den 50ern. Toiletten und Duschen gibt es in einigen Blocks bis heute nur etagenweise. Nach und nach wird saniert. Zu langsam, kritisieren Bewohner und Helfer. Man muss ein Minimum in einer Stadt, die so weit nach vorne will, ein Minimum für die armen Leute lassen. Und das ist unserer Meinung nach Dusche, Warmwasser und Heizung. Altlasten gäbe es in Kaiserslautern reichlich, erzählt uns der Oberbürgermeister. Seit den 90er Jahren habe die Stadt 800 Millionen Euro an Schulden angehäuft. Sie gehört zu den am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands. Dennoch, Schuldenabbau allein helfe Kaiserslautern nicht. Dann würden wir die Entwicklung in die Zukunft verpassen. Sondern wir müssen beides tun. Wir müssen die Ressourcen, die da sind, und die Fördermittel, die wir akquirieren, einsetzen, um die Stadt weiterzuentwickeln und gleichzeitig auch sehen, dass wir von den Altschulden wegkommen. Die Stadt würde es begrüßen, wenn der Bund Teile der Altschulden übernehmen würde. Strukturwandel und Schuldenabbau gleichzeitig, aus eigener Kraft sei das nicht zu schaffen. Das gelte für viele Städte in Deutschland, nicht nur für Kaiserslautern. Und jetzt nochmal Meldungen von Heinz Wolf. Die Inflation in Deutschland liegt auch im November bei 1,1% im Jahresvergleich, dem niedrigsten Stand seit Anfang 2018.
Das gab das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten bekannt. Demnach sind in diesem November Haushaltsenergie und Kraftstoffe günstiger als vor einem Jahr, Nahrungsmittel dagegen im Durchschnitt etwas teurer. In der Fußball-Europa League hat der VfL Wolfsburg heute Abend in der Ukraine gegen Alexandria 1:0 gewonnen. Wolfsburg steht jetzt bereits sicher in der K.O.-Runde. Und auch Borussia Mönchengladbach hat 1:0 gewonnen beim österreichischen Verein Wolfsberger AC. 10 Grad, leichter Regen, Wind heute Abend in Berlin. Richtig weihnachtlich war es noch nicht, als Bundeskanzlerin Merkel die Weihnachtsbäume für ihren Regierungssitz in Empfang nahm. Den Ehrenhof schmückt jetzt eine Nordmann-Tanne, 14 Meter hoch, rund 20 Jahre alt, aus Schmalfeld in Schleswig-Holstein. Und für das Erdgeschoss innen hat die Stadt Rottenburg in Baden-Württemberg eine Weißtanne aus ihrem Stadtwald gespendet. So, und ums liebe Geld geht's heute bei Maybrit Illner und ihren Gästen. Was bedeuten die andauernden Nullzinsen für Altersvorsorge und Sparer? Wie sollen sich Staat und Bürger dazu verhalten? Und um 0.30 Uhr gibt's dann heute Plus mit Hanna Zimmermann. Und uns muss morgen wieder, dann wie immer freitags, erst um 22 Uhr. Auf Wiedersehen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Im Norden wird es morgen wechselhaft, aber wir haben doch immer mehr Sonnenschein dort zu erwarten. Das war ja heute ganz anders. Regenwetter in Deutschland mit einem Tief, das jetzt aber Abschied nimmt, nach Nordosten zieht. Und dann wird der Weg frei für kühle Luft von der Nordsee. Und die ist auch noch ein bisschen trockener. Das heißt, es lockert eben mehr und mehr auf in Norddeutschland, während es südlich des Mains teilweise Dauerregen gibt, den es ja auch jetzt in den nächsten Stunden noch geben wird. Also im Nordwesten lockert es dann aber später auf. In der zweiten Nachthälfte haben wir dann allerdings einen starken Wind. Sturmböen aus Nordwesten an der Nordsee. Auch sonst ist es sehr windig und die Temperaturen erreichen 4 bis 8 Grad mit leichtem Bodenfrost, vielleicht morgen früh in Schleswig-Holstein. Tagsüber wechseln Sonne und Wolken im Norden. Es gibt aber auch Regenschauer, die ziehen so von der Nordsee Richtung Harz, aber auch hier im Osten, von der Ostsee bis nach Brandenburg. Und abends könnte es vielleicht an der Ostsee auch mal Schneeregen schon geben. Es bleibt sehr windig an der Ostsee, vor allen Dingen starker stürmischer Nordwestwind. Und auch in der Mitte freundliches Wetter bis zum Main etwa. Dann haben wir die starke Bewölkung. Langsam zieht das Regengebiet nach Süden. Und an den Alpen sinkt dann die Schneefallgrenze am Abend auf 1000 Meter. Und zwischen Main und Donau lockert es auch schon wieder auf. Die Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch. Es sind noch 5 bis 10 Grad. Und in den nächsten Tagen wird es deutlich kühler werden. Teilweise haben wir Dauerfrost, minus 1 Grad in den Mittelgebirgen am Sonntag mit Schnee oder Schneeregen im Südwesten. Und auch am Montag ist es noch ziemlich kalt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.